Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der Blutschanze, Blutschutzschanze, in der Blutschanzenschutz, in dem Blutschanzen, in dem Blutschanze, nur Blutschanze. Ja, es wimmelt ein wenig von Vampiren hier und Vampirdienern. Und wir wissen eigentlich gar nicht so genau, ob das so eine gute Idee ist, den Vampirdiener da oben aus dem Hinterhalt jetzt zu treffen, erschießen. Schaffen wir nicht mit einem Schuss, glaube ich nicht. Toll, da hat er sich bewegt. Nein, wir treffen ihn überhaupt nicht. Wir stehen falsch. Dabei hätten wir ihn so gerne getroffen. Na gut, dann warten wir etwas, bis er sich beruhigt hat. Und glaubt, es sei nur Einbildung gewesen. Okay. Und da haben wir doch am Ende der letzten Folge hier den erlesenen Geschmack gefunden. Erlesener Geschmack. Der Feinschmecker. Oh, von dem haben wir schon gehört. Herzlichen Glückwunsch. Mit dem Öffnen dieses Buches habt ihr den ersten Schritt einer wahrhaft epischen Reise unternommen. Einer Tour durch die weite Landschaft der bretonischen Küche und ihrer unzähligen Freuden und Wunder. Ihr werdet so köstliche Gerüche, Geschmacksnoten und Konsistenzen erkunden, dass sie euch unmöglich erscheinen werden. Aber sie sind sehr wohl möglich. Wenn ihr euch an die sorgfältig ausgewählten Rezepte dieses Kochbuchs haltet, werdet ihr tatsächlich außergewöhnliche Gerichte mit einer solchen Leichtigkeit zubereiten, dass euch eure Mitmenschen der Zauberei verdächtigen werden. Aber die einzige Magie ist die, die in eurem Herzen lebt. Eure Leidenschaft für die Zubereitung köstlicher, wunderbarer Speisen, die einfach zubereitet und unendlich genossen werden können. Fangt hiermit an, dann werdet auch ihr eines Tages ein Feinschmecker sein. Habe ich das jetzt falsch gelesen? Fangt hiermit an, dann auch ihr eines Tages ein Feinschmecker. Ja, nee, habe ich schon richtig, werdet. Sonnenschein-Soufflé. Zutaten. Okay, 80 Gramm Kuhkäse. Ich habe noch nie Kuhkäse hier gefunden. Ziegenkäse haben sie alle. 30 Gramm Butter. Nun, ich muss ja jetzt die ganzen Rezepte. Ja, ich möchte das gerne wissen. Wollen wir das nicht alles? Das können wir vielleicht zu Hause. Wer eine Küche hat, der kann das vielleicht nachkochen. Hätte ich eine Küche, würde ich es ausprobieren und euch dann sagen, ob es geschmeckt hat. 30 Gramm Butter, 30 Gramm Mehl, 270 Milliliter Milch, ein Ei, eine Prise Salz und eine Prise Pfeffer, eine Tasse geriebene Muskatnuss. Okay, Rezept, dann wie wird es zubereitet? Es ist ein Rezeptbuch. Wirklich, da sind Rezepte drin. Das müssen wir uns merken, das müssen wir mal nachkochen dann. Vielleicht beim Nachbarn mal. Die Flammen eures Ofens schüren und ihn auf eine mittlere Hitze bringen. Den Käse in hauchdünne Scheiben schneiden, indem ihr einen fein geschliffenen Elfendolch über das Käsestück zieht. Das Eiweiß vom Eigelb trennen und das Eiweiß so lange schlagen, bis daraus ein fester Eischnee wird. Beginnt nun mit der Zubereitung der berühmten Sonnenscheinsoße. Die Butter schmelzen und das Mehl unter ständigem Rühren hinzufügen, bis es gut vermischt ist. Die Mischung auf eine kleinere Flamme stellen und vorsichtig die Milch unterrühren. Ihr dürft auf keinen Fall aufhören zu rühren. Und zwar 10 Minuten lang, bis sich die Soße verdickt hat. Dann und erst dann ist die Sonnenscheinsoße wirklich servierfertig. Salz, Pfeffer und Muskatnuss hinzufügen und von der Flamme nehmen. Erst den geriebenen Käse und dann das Eigelb hinzufügen. Gut rühren, bis es zu einer Masse geworden ist. Dann vorsichtig den Eischnee mit einem handgeschnitzten Löffel aus Hickoryholz unterziehen.
Die Mischung vorsichtig in 4 steinerne Soufflé-Schalen gießen und jeweils fast bis zum Rand füllen, aber nicht ganz. Die Schalen bei mittlerer Hitze in euren Ofen stellen und die Tür schließen. Öffnet sie 25 Minuten lang nicht, sonst werden eure leckeren Sonnen aufgehen, um sofort wieder im Schlund des Ofens zu versinken. Nach 25 Minuten aus dem Ofen nehmen und sofort servieren. Bewundert den Glanz der Sonne und den exquisiten Geschmack des Sonnenschein-Soufflés. Ich glaube, sowas Ähnliches habe ich sogar schon, als ich noch eine Küche hatte, mal gemacht. Das gab's, glaube ich. Potage le Magnifique. Zutaten: 4 Tassen Hühnerbrühe, 4 Tassen Rinderbrühe, 80 Gramm Butter, ein hölzerner Krug Mehl, eine Tasse gewürfelte Karotten, eine halbe Tasse gewürfelte Zwiebeln. Ja, und ich sage mal dazu, 4 Tassen Hühnerbrühe und 4 Tassen Rinderbrühe, das kann man mit Sicherheit auch ersetzen gegen 8 Tassen Gemüsebrühe für die Vegetarier. Und dann kann man das bestimmt herstellen. 80 Gramm Butter. Naja, okay, das wird, ja, Potage le Magnifique. Jetzt habe ich es nochmal falsch vorgelesen. Die Flammen eures offenen Feuers schüren und sie auf eine mittlere Hitze bringen. Alle Zutaten in einen großen Suppentopf werfen, kräftig umrühren. Sobald die Suppe kocht, in tönerne Suppenholzschüsseln füllen. Ja, das ist gut. Okay, bewundert das berühmteste Gericht des Feinschmeckers, die Potage le Magnifique. Aber wartet, ich weiß, was ihr euch fragt. Das war's? Ist das alles? Was ist des Feinschmeckers Geheimnis? Erwartet ihr wirklich von mir, dass ich das Geheimnis meines beliebtesten Gerichts preisgebe? Wisst ihr was? Das werde ich! Denn das Geheimnis, meine Freunde, seid ihr. So ist es. Die Potage le Magnifique ist köstlich und außergewöhnlich. Allein durch die Verwendung der aufgeführten einfachen Zutaten werdet ihr eine Suppe zaubern, die gleichzeitig herzhaft und lecker ist. Aber um aus der Potage le Magnifique etwas wahrhaft Magnifiques zu machen, braucht man die Erfindungsgabe eines von ganzem Herzen inspirierten Kochs. Besitzt ihr diese Gabe? Ich habe Schüsseln mit Potage le Magnifique serviert, die erwachsenen Männern und die Freudentränen in die Augen getrieben haben. Könnt ihr erraten, was ich hinzugefügt habe? Könntet ihr zaubern? Ja, was hat er da hinzugefügt wohl? Ja, aber das hat er dann ja doch nicht verraten. Oder habe ich das hier zwischen den Zeilen irgendwie nicht gelesen? Er wollte es doch verraten, hier steht doch... Jetzt ehrlich? Denn das Geheimnis, meine Freunde, seid ihr. Hat er das mit Menschenfleisch gehört? Ja, dann ist das nichts für Vegetarier, also. Ja, okay, dann hat er wahrscheinlich... So ein Schwein. Ja, wirklich, das nehmen wir jetzt mit. Das Buch. Was für eine Schweinerei. Was mit dem anderen Buch? Ach, ich will gar nicht mehr. Solche Bücher. Da sind 2 Bücher. Oh, guck an. Ja, komm. Jetzt haben wir sie gefunden. Dann müssen wir auch... Oh, hier sind auch noch Wundertrank der zusätzlichen Magika. Hm. Ja, Wundertrank der Gesundheit. Und nochmal Zaubertrank der Gesundheit. Wein. Wein muss sein. Und Lavendel können wir nur stehlen. Ja, egal, Feinde hin oder her, ich möchte jetzt wissen, wir lesen erstmal der Bär von Markhart. Ich glaube, das hatten wir noch nicht.
Der Bär von Markart. Die Verbrechen des Ulfric Sturmmantel. Von Arianus Arius, kaiserlicher Gelehrter. Das kommt mir bekannt vor. Ulfric Sturmmantel ist aufgrund seines Beitrags zur Niederschlagung des abgeschworenen Aufstands für viele ein Held. Nachdem das Kaiserreich Himmelsrand aufgegeben hatte und die Einheimischen von Reach rebelliert hatten, zweifellos hervorgerufen durch ihre schlechte Behandlung durch die Nord, waren Ulfric Sturmmantel und seine Miliz zur Stelle, um ihr Land von den Abgeschworenen zurückzuerobern. In allen Ruhmeshymnen und epischen Geschichten, die die Skalden über seine Taten komponieren, erscheint Ulfric als überlebensgroße Figur, die in Sachen Gerissenheit, Führungsqualitäten und entschlossenem Vorgehen Tiber Septim selbst gleicht. Die Wahrheit ist jedoch eine ganz andere. Ja, zwischen der vierten Ära 174 bis 176 herrschten die Abgeschworenen tatsächlich über Reach als ein von Skyrim unabhängiges Königreich. Ja, dies geschah, als das Kaiserreich von Truppen des Altmeribunds bedrängt wurde und die Armee zur Wiederherstellung der Ordnung nicht einsetzen konnte. Und ja, Ulfric Sturmmantel schlug den Aufstand ohne Hilfe des Kaiserreichs nieder. Dies alles stimmt, aber was die Barden oftmals auslassen, ist die Tatsache, dass es im Königreich der Abgeschworenen in den 2 Jahren seines Bestehens recht friedlich zuging. Es stimmt, dass einige Verbrechen gegen ehemalige Nordlandbesitzer, oftmals jene, die ihre einheimischen Arbeiter am schlimmsten behandelt hatten, begangen wurden. Aber allgemein betrachtet herrschten die Abgeschworenen recht gerecht und versuchten, vom Kaiserreich als legitimes Königreich anerkannt zu werden. Man kann sich vorstellen, wie sehr das Kaiserreich nach dem Großen Krieg in Staatsangelegenheiten ins Hintertreffen geraten war, bevor ein Friedensabkommen mit den Abgeschworenen ausgehandelt werden konnte, belagerte eine von Ulfric Sturmmantel angeführte Miliz die Tore ihrer Hauptstadt Markart. Während dieser Schlacht herrschte Krieg, doch nach der Schlacht begann die Zeit der Kriegsverbrechen. Jeder Funktionsträger, der für die Abgeschworenen gearbeitet hatte, wurde hingerichtet. Selbst nach deren Kapitulation, einheimische Frauen wurden gefoltert, um Namen von Kämpfern und der Abgeschworenen preiszugeben, die aus der Stadt geflohen waren oder sich in den Bergen von Reach versteckt hielten. Jeder Bewohner der Stadt, ob Abgeschworener oder Nord, wurde hingerichtet, wenn er nicht für Ulfric und seine Männer gekämpft hatte. »Ihr seid für uns oder gegen Skyrim«, waren Ulfrics Worte, als er Ladeninhaber, Bauern, Alte und Kinder, die gerade einmal das Schwert heben konnten, jedoch nicht für ihn gekämpft hatten, in den Tod schickte. Als ein dankbares Kaiserreich also den Sieg anerkannte und Soldaten schickte, um in Reach wieder für Gesetze und Ordnung zu sorgen, war es keine Überraschung, dass Ulfric vor dem Einlassen der Armee die Erlaubnis einforderte, Talos anzubeten. Da in den Straßen von Markart das Chaos herrschte und es jeden Tag weitere Berichte über neue Tote gab, hatte das Kaiserreich keine Wahl, als Ulfric und seinen Männern diese Anbetung zu gewähren. Wir erlaubten ihnen, Talos anzubeten und verstießen damit gegen das Weißgold-Konkordat mit dem Altmedirebund, der den Glauben der Elfen anerkennt, dass Talos als Mensch nicht einer der Göttlichen sein kann. Das Kaiserreich tat schlecht daran, das Abkommen aufs Spiel zu setzen, für das im Großen Krieg so viele Opfer gebracht worden waren.
aber ich frage euch, welche Wahl hatte es? Der Bär von Markart, Ulfric Sturmmantel, akzeptierte kein Nein als Antwort. Aha, Sturmmantel, naja gut, das kann ja jeder schreiben, aber das nehmen wir mit. Noch ein Buch für unsere Sammlung. Da ist noch ein Buch. Die Wolfskönigin, Buch 4. Wie schön! Die Wolfskönigin, Band 4. Von Vaughan Yachts. Aufgeschrieben von Mantogai, einem Weisen des 1. Jahrhunderts der 3. Ära. Dritte Ära 109. 10 Jahre nachdem er zum Kaiser von Tamriel gekrönt wurde, hatte Antiochus Septim seine Untertanen mit kaum etwas anderem als seiner unstillbaren Lust nach fleischlichem Vergnügen beeindruckt. Seine zweite Ehefrau, Gysilla, gebar ihm im Jahr 104 eine Tochter, die er Kintira taufte und nach seiner Ur-Ur-Ur-Großtante und Kaiserin. Ungeheuer fettleibig und von jeder den Heilern bekannten Geschlechtskrankheit gezeichnet, verwandte Antiochus wenig Zeit auf Politik. Ganz anders seine Geschwister, die sich auf diesem Gebiet besonders hervortaten. Magnus hatte Helena, die kyrodilische Königin von Kleinmottien, geheiratet. Der argonische Priesterkönig war hingerichtet worden und vertrat auf bewundernswerte Weise die kaiserlichen Interessen in Schwarzmarsch. Zephorus und seine Frau Bianchi regierten das Königreich von Gilan in Hammerfell und hatten eine Schar gesunder Kinder erzeugt. Aber niemand war stärker politisch aktiv als Potema, die Wolfskönigin des Königreichs von Einsamkeit von Himmelsrand. 9 Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns, König Mantiarchos, regierte Potema immer noch als Regentin für ihren kleinen Sohn Uriel. Ihr Hof genoss hohes Ansehen, vor allem bei den Herrschern, die einen Groll gegen den Kaiser hegten. Alle Könige Himmelsrand besuchten das Schloss von Einsamkeit regelmäßig und mit den Jahren kamen auch Abgesandte aus den Ländern von Morrowind und Hochfels. Einige Gäste kamen sogar von noch weiter her. Dritte Ära 110. Potema stand am Hafen und sah zu, wie das Schiff aus Pyandonea einlief. Vor der Kulisse der grauen, schäumend brechenden Wellen, auf denen sich schon so viele Schiffe tamrielischer Bauweise gesehen hatte, wirkte es nicht im geringsten exotisch. Insektenartig gewiss, mit seinen membranartigen Segeln und dem Rumpf aus Raumchitin, aber sie hatte ähnliche, wenn nicht sogar identische Schiffe in Morrowind gesehen. Nein, wenn die Flagge nicht wäre, die eindeutig ausländisch war, hätte sie es nicht von den anderen Booten im Hafen unterscheiden können. Während der salzige Nebel um sie herum anschwoll, hob sie die Hand, um die Besucher aus einem anderen Inselreich zu begrüßen. Die Männer an Bord waren nicht nur blass, sie waren vollkommen farblos. Als wenn ihr Fleisch aus einem durchsichtigen Gelee bestehen würde. Als der König mit seinem Übersetzer erschien, schaute sie geradewegs in ihre ausdruckslosen Augen und streckte die Hand aus. Der König machte seltsame Geräusche. »Seine großartige Majestät, König Orgnum«, sagte der Übersetzer stockend,
verleiht seiner Freude über eure Schönheit Ausdruck. Er dankt euch, dass ihr ihm Zuflucht vor diesen gefährlichen Gewässern gewährt. Ihr sprecht sehr gut, Kyrodilisch, sagte Potema. Ich verstehe die Sprachen von vier Kontinenten fließend, sagte der Übersetzer. Ich kann zu den Einwohnern meines eigenen Landes, Pyrndonea, genau wie zu denen von Atmora, Akavir und denen hier in Tamriel sprechen. Eure Sprache ist eigentlich die leichteste. Ich habe mich auf diese Reise gefreut. Bitte teilt seiner Hoheit mit, dass er hier willkommen ist und ich ihm voll und ganz zur Verfügung stehe, sagte Potema lächelnd, und dann fügte sie hinzu: Ihr versteht den Kontext, dass ich nur höflich bin? Natürlich, sagte der Übersetzer und machte einige Geräusche, worauf der König mit einem Lächeln reagierte. Während sie miteinander sprachen, schaute Potema auf den Kai und sah die nun schon vertrauten Graumäntel, die sie beobachteten, während sie mit Levlet Antiochus Mittelsmann sprachen. Der Psijik-Orden von den Sumaset-Inseln. Aus äußerst lästig. Mein diplomatischer Abgesandter Fürst Focken wird euch eure Räumlichkeiten zeigen, sagte Potema. Unglücklicherweise habe ich noch einige andere Gäste, die meine Aufmerksamkeit beanspruchen. Ich hoffe, seine großartige Majestät hat dafür Verständnis. Seine großartige Majestät, König Organum, hatte Verständnis und Potema vereinbarte, am Abend mit den Pyrndoneanern zu dinieren. Das Treffen mit dem Psyjik-Orden erforderte ihre volle Konzentration. Sie legte ihr schlichtes, schwarz-goldenes Gewand an und ging in den Regierungssaal, um die Vorbereitungen zu treffen. Ihr Sohn Uriel saß auf dem Thron und spielte mit seinem zahmen Jogat. »Guten Morgen, Mama!« »Guten Morgen, mein Schatz«, sagte Potema und hob ihren Sohn mit gespielter Anstrengung hoch. »Bei Talos, bist du schwer! Ich glaube nicht, dass ich jemals einen so schweren Zehnjährigen getragen habe.« »Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich elf bin«, sagte Uriel, der seine Mutter genau kannte. »Und jetzt wirst du sagen, dass ich als Elfjähriger vermutlich bei meinem Lehrer sein sollte.« »Ich war in deinem Alter ganz versessen aufs Lernen«, sagte Potema. »Ich bin König«, sagte Uriel bockig. »Aber gib dich damit nicht zufrieden«, sagte Potema. Einen Moment. »Ach, Uriel ist ihr Sohn, ja richtig. Ja, okay. Ich bin König«, sagte Uriel. »Aber gib dich damit nicht zufrieden«, sagte... »Aber, oh mein Gott, ist das...« »Aber gib dich damit nicht zufrieden«, sagte Potema. »Von Rechts wegen solltest du schon längst Kaiser sein. Das weißt du, oder?« Uriel nickte. Potema nahm sich einen Moment Zeit, um seine Ähnlichkeit mit den Porträts von Tiber Septim zu bewundern. Die gleiche unbarmherzige Augenpartie und das kräftige Kinn. Wenn er älter war und seinen Babyspeck verloren hatte, würde er ein beeindruckendes Ebenbild seines Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßenkels sein. Sie hörte hinter sich eine Tür aufgehen. Ein Saaldiener führte mehrere Graumäntel herein. Sie versteifte sich leicht. Und Uriel sprang wie auf ein Zeichen vom Thron und verließ den Regierungssaal. Er blieb dabei kurz stehen, um den
höchstrangigen Vertreter des Ordens zu begrüßen. »Guten Morgen, Meister Iachesis«, sagte er und betonte jede Silbe auf eine majestätische Art und Weise, die Potemas Herz höher schlagen ließ. »Ich hoffe, Ihre Räumlichkeiten im Schloss von Einsamkeit finden Eure Zustimmung.« »Das tun Sie, König Uriel. Vielen Dank«, sagte Iachesis, vom Charme des Jungen bezaubert. Iachesis und seine Begleiter betraten den Raum und die Tür wurde hinter ihnen geschlossen. Potema saß für einen Moment auf dem Thron, bevor sie sich erhob und ihre Gäste begrüßte. »Ich bedauere, dass ich euch warten ließ«, sagte Potema. »Sich vorzustellen, dass ihr den ganzen weiten Weg aus Sumaset gereist seid, und dann lasse ich euch noch länger warten. Ihr müsst mir vergeben.« »Es ist keine so lange Reise«, sagte einer der Graumäntel verärgert. »Wir sind ja schließlich nicht den ganzen Weg von Pyandonea gesegelt.« »Ah, ihr habt meine jüngsten Gäste, König Orgnum und sein Gefolge gesehen«, sagte Potema gelassen. »Ich vermute, ihr findet es ungewöhnlich, dass ich sie hier bewirte, da wir doch alle wissen, dass die Pyandoneaner die Eroberung von Tamriel planen. Ich nehme an, ihr seid in dieser Sache neutral, wie ihr das in allen politischen Angelegenheiten seid.« »Natürlich«, lachte Iachesis stolz. Wir haben durch die Invasion nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Der Psijik-Orden existierte vor der Gründung Tamriels durch die Septim-Dynastie und wir werden unter jedem politischen Regime überleben.« »Wie ein Floh auf jedem Straßenköter, auf den er springen kann, nicht wahr?« sagte Potema und ihre Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. »Überschätzt eure Bedeutung nicht, Iachesis. Der Schößling eures Ordens, die Magiergilde, besitzt doppelt so viel Macht wie ihr und sie steht vollständig auf meiner Seite. Wir sind dabei, uns mit König Orgnum zu verbünden. Wenn die Pyandoneaner an die Macht ergreifen und ich endlich meinen Platz als Kaiserin dieses Landes eingenommen habe, dann sollt ihr den euch angemessenen Platz in der Ordnung der Dinge kennenlernen.« Majestätischen Schrittes verließ Potema den Thronsaal und ließ die Graumäntel allein zurück, die von einem zum anderen blickten. »Wir müssen mit Fierce Levlet sprechen«, sagte einer der Graumäntel. »Ja«, sagte Iachesis, »vielleicht sollten wir das.« Levlet war schnell an seinem Stammplatz in der Taverne, Mond und Übelkeit aufgespürt. Als die drei Graumäntel, angeführt von Iachesis, eintraten, schienen Lärm und Rauch sich plötzlich aufzulösen. Sogar der Geruch von Tabak und Flynn schien zu verschwinden. Levlet erhob sich und führte sie zu einem kleinen Zimmer im oberen Stockwerk. »Ihr habt es euch anders überlegt«, sagte Levlet mit einem breiten Lächeln. Euer Kaiser, sagte Iachesis und verbesserte sich dann. »Unser Kaiser hatte uns ursprünglich um unsere Unterstützung bei der Verteidigung der Westküste von Tamriel gegen die pyandoneanische Flotte ersucht. Er bot uns dafür 12 Millionen Goldstücke an.«
Unser ursprüngliches Gebot lautete 50 Millionen. Nach einer genauen Abwägung der Gefahren, die eine Invasion durch die Pyandonianer mit sich bringen würde, haben wir beschlossen, sein ursprüngliches Angebot anzunehmen. Die Magiergilde hat großzügig, vielleicht sogar nur für 10 Millionen Goldstücke, sagte Iachesis schnell. Mit anderer Stimme natürlich. Im Verlauf des Abendessens versprach Potema König Orgnum mit der Hilfe des Übersetzers einen Aufstand gegen ihren Bruder anzuführen. Sie stellte mit Freude fest, dass ihre Fähigkeit zu lügen bei den fremdartigsten Kulturen erfolgreich funktionierte. Potema teilte ihr Bett in dieser Nacht mit König Orgnum, das ihr als freundliche und diplomatische Geste angemessen erschien. Er gab ihr zuvor einige Kräuter, durch die sie das Gefühl hatte, auf der Oberfläche der Zeit treiben und wurde sich dadurch der Gesten der Liebe erst bewusst, als sie schon dabei war, sie zu vollziehen. Sie fühlte sich wie ein kühlender Nebel, der das Feuer seiner Liebe wieder und wieder zu löschen suchte. Am Morgen, als er sie auf die Wange küsste und ihr mit seinen leeren, weißen Augen mitteilte, dass er sie jetzt verlassen würde, fühlte sie einen Stich des Bedauerns. Das Schiff verließ den Hafen am gleichen Morgen und machte sich auf den Weg nach Somerset und den bevorstehenden Invasionen. Sie winkte ihnen nach, als sie Schritte hinter sich vernahm. Es war Levlet. Sie werden es für 8 Millionen tun, Eure Hoheit, sagte er. Mara sei Dank, sagte Potema. Ich brauche für einen Aufstand mehr Zeit. Bezahlt sie aus meiner Schatzkammer und dann geht in die Kaiserstadt und holt mir die 12 Millionen von Antiochus. Wir sollten bei diesem Spiel einen guten Profit erzielen und du wirst natürlich deinen Anteil bekommen. 3 Monate später erfuhr Potema, dass die Flotte der Pyandonianer durch einen Sturm, der plötzlich vor der Insel Arteum aufgezogen war, vollkommen vernichtet wurde. Arteum, der Heimathafen des Psijik-Ordens, von König Orgnum und all seinen Schiffen war nichts mehr übrig geblieben. Manchmal erzielt man einen Profit, sagte sie und hielt ihren Sohn Uriel eng an sich gedrückt, indem man die Leute dazu bringt, einen zu hassen. Dieses gehört auch schon dazu, oder? Zum Abschluss. Ja, ich bin... Oh, hoppla. Wurden wir entdeckt? Wurden wir aufgestöbert? Wir sind schon vorbei mit der Zeit. Ja, die Zeit ist um. Ich weiß. Zu gerne würde ich hier jetzt nochmal hochschießen. Wir haben die Bücher. Mehr wollten wir hier nicht. Jetzt gehen wir wieder. Gibt es da noch mehr Bücher? Nur Tote, nur irgendwelche. Nein, wir wollten die Kleidung ja eigentlich. Das habe ich ganz vergessen. Wacholderbeeren. Davon werden wir noch mehr in der Nähe von Markarth finden. Ah, ich habe ganz vergessen jetzt hier. Wir wollten ja auch eigentlich versuchen, sie zu bekämpfen, um die Kleidung zu bekommen. Das machen wir in der nächsten Folge. Diese Folge ist vorbei. Wir haben schön ein neues oder einige neue Kochrezepte gelernt. Letztes Kochrezept bitte nicht nachkochen. Zumindest vielleicht die eine Zutat austauschen. Das müsst ja nicht ihr sein, die Zutat. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.